So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Zwerge. Und jetzt geht's gleich in den Kampf. Aber zuerst, warum kämpfen wir gleich? Ich erzähle euch mal kurz, was das letzte Mal passiert ist. Ich fasse das mal schnell zusammen, falls ihr euch nicht mehr dran erinnern solltet. Vielleicht habt ihr aber auch die Folge vor 5 Minuten erst gesehen und wisst genau, um was es geht. Aber ich erzähle es trotzdem. Wir sind in Grünhain angekommen. Die ganzen Bewohner wurden vernichtet. Ja, dann haben wir den Famulus getroffen, was heißt getroffen, tot auf dem Boden gefunden und ja, ein paar Bücher und so eine Schriftrolle hatte er bei sich und dann kam auch schon dieser, oh Gott, Albay heißen die, glaube ich, hier oder so, das sind so Art, für mich so Art Dunkelelfen einfach, die kamen hierher, einer von ihnen. Und hat gemeint, warum hast du mein Bild in die Flammen geworfen? Ja, wir haben nämlich so ein blutiges Bild da verbrannt. Und ich brauche ein neues. Ich nehme euer Blut. Bla 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 bla. Hat dann die Toten erweckt. Und jetzt werden wir mal fighten und mal gucken, wie gut wir damit zurechtkommen diesmal. So. Oh, das Pferd greift auch mit an. Der steigt sogar ab vom Pferd. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, wir müssen Köpfe alle Untoten, okay, 30 Stück, töte die Alben. Ja, ist eine Alben. Ah, das eine sind Elben und das sind Alben. Okay, und den Nachtmar. Nachtmar ist so wahrscheinlich dieses Pferd hier. Sehr gruselig. Okay, wir versuchen es mal. Die Toten liegen noch auf dem Boden. Na, jetzt stehen sie langsam auf. Gut, wie schaffen wir das? Erstmal gehen wir natürlich hier drauf zu. Ich probiere es mal hier mit denen. Die beamt sich weg. Alles klar, okay. Wir kümmern uns erstmal um dieses verdammte Pferd. Das wird sich nicht wegbeamen können und... Oha. Ja, das sieht wieder aus, als könnten die viel Schaden verursachen. Aber nicht mit uns. Da ist sie. Wie gesagt, ich muss auch öfter wirklich Pause drücken. Ja. Sonst sterben wir hier wirklich auf die bitterböste Weise. Und das werden wir eh tun. Ich habe wieder zu wenig taktisch. Ich bin wieder zu untaktisch vorgegangen. Okay. Die haben uns jetzt hier umzingelt. Wir hätten uns eigentlich irgendwo erstmal in Sicherheit bringen sollen. Mal sehen, ob wir das jetzt noch immer können. Schnell uns hier durchschmetzeln und mal hier in die Ecke. Wo bist du? Oh Mist, die wurden hier hinten in die Flammen geschubst. Dungdeal! Au! Oh nein! Was springt denn der... Wir müssen hier abhauen! Ich muss hier weg! Ich bin ein Zwerg, lasst mich in Ruhe! So, die zwei können sich erstmal um die anderen hier kümmern. Und wir laufen in der Zeit ein bisschen weg. Eruption ist vielleicht gar nicht schlecht. Und du gehst in deinen Berserker-Modus. Was war das nochmal? Gewährt im Kampf einen zusätzlichen Aktionspunkt. Aktivieren wir jetzt einfach auch mal, komm. Und du musst dich erstmal sputen, hier wegzukommen, um ein bisschen Lebensenergie zu regenerieren. Aber euch hinten sieht es auch schon nicht mehr so gut aus. Mist, Mist, Mist. Hier kommt ein Ende. Das könnte wieder sehr kritisch werden. Der ist wieder zu dem hier. Der rennt jetzt einfach mal ein bisschen im Kreis. Vielleicht schaffen wir das. Dann hat ihr noch irgendwie ein Glücksamulett. Das aktivieren wir auch nochmal schnell. Oder was ist das? Was bringt das nochmal? Erhöht den Schaden bei Spezialattacken um 20. Na gut, angreifen wird er jetzt erstmal nicht. Ja. Aber hier hinten? Ich wollte gerade sagen, dürften sie bald ausgelöscht sein. Mist, das dauert noch. Einmal hier die Schneise schlagen. Und du bist eh im Berserker-Modus, da können wir dich nicht steuern. So, hacken wir den. Ja, die hacken automatisch den Kopf ab, zum Glück. Bloß das hier könnte für Tungdeal nicht gut ausgehen. Da kommt nämlich schon dieser verdammte Nachtmar. Aus dem Weg, aus dem Weg. Oh, oh, oh. Und der Alb auch hier hinten. Oh Gott, oh Gott.
weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Der hat aber noch fast alle Lebensenergie. Wir springen mal hier rein, komm. Und tschüss! Ich würde am liebsten kämpfen, aber wir sind halt noch kein wirklich großer Kämpfer. Tungdil sollte erstmal ein bisschen die Leute auf sich lenken und einfach nur weglaufen. Ah, Tungdil! In der Zeit kümmern die sich halt um die anderen da hinten. Gott, wie die hinter einem herrennen, ne? So wild gewordene Tiere. Ich dachte schon, doch. So ein bisschen wolfsmäßig. Ja. Ach, der wird gerade getroffen. Pack dem mal den Kopf ab. Komm schon. Und mal eine Eruption. Und du hilfst jetzt mal unserem guten Freund hier. Ja? Sofort. Und tschüss. Ich hau vor euch wieder ab. Na, guck mal, wir sind schon wieder im grünen Bereich hier. Tungnil wäre gut, wenn der mal in den grünen Bereich kommen würde. Also die Kämpfe sind sehr, sehr unausgewogen, finde ich, vom Schwierigkeitsgrad her. Na, guck mal. Der wurde benommen gemacht. So, jetzt verstecke ich mich hinter meinen Freunden. Und jetzt sind die wieder parat. Jetzt sind wir wieder zu dritt. Kommt nur her! Ja, hier kommt ein Ende. Los geht's. Töten. Da übernimmst du den hier mal. Der ist ja gleich weg. Und zack. Tungdil regeneriert da hinten erstmal ein bisschen Lebensenergie. Die zwei Brüder können sich mal um die Zombies hier kümmern. So, bisschen Heilung. Der hat die jetzt eigentlich am wenigsten nötig. Na gut, wir schaffen den Kampf. Ich dachte, das würde kritischer aussehen. Tungdil hat auch wieder alles voll. So, ich muss den Kopf noch abschlagen. Ja. So, jetzt sind schon 30 von 30. Jetzt müssen wir uns nur noch hier um diesen Alp und das blöde Pferd kümmern. Das da hinten irgendwie ein bisschen festbackt, wie es scheint. Los geht's. Schlag zu. Und zwar kräftig. Nein. Andere Seite. Nein, du kümmerst dich mal um den hier. Oder um die hier. Ist ja eine sie, die gute Lady. So, mal aufs Maul gegeben. Oh, das ist Pech für dich. Der Berserker-Modus an. Metzeln. So, Tungdil. Auf den Weg. Schluss damit. Na, der ist gleich hin. Das Pferd ist gleich hin. Tut mir zwar leid. Ich töte nicht gerne Tiere. Aber das ist für mich kein Tier, das ist ein Zustand. Los, ihr zwei ist auch noch hier. Und dann haben wir's. Diese fummelige Steuerung immer im Kampf. Ich mag die Kämpfe. Aber sie sind für mich einfach irgendwie zu fummelig. Jetzt laufen wir da die ganze Zeit hinterher und die beamt sich einfach weg, ne? Komm, wir machen noch einmal den Berserker-Modus, dann ist sie fast weg. Du greifst nochmal mit einem mächtigen Schlag an. So, das war's. Oh. Zwerge? Ihr habt den Hain beschützt? Geh mir aus dem Gesicht. Die Barriere ist gefallen. Du spürst, wie sich dein Magen verkrampft. Anders als Boindil bringst du kein Wort heraus. Die verfluchten Magi hatten nur eine Aufgabe. So ist es also, wieder aufzuerstehen. Ich fühle nichts. Mir bleibt nichts. Meine Liebe, meine Schönheit, mein Zuhause und mein Wald. Mir wurde alles genommen. Ich bitte dich, habe Mitleid und setze meinem Leiden ein Ende. Auch ohne in ihre Augen blicken zu können, erkennst du die Traurigkeit in der Miene der Elbin. Die Erhabenheit, die sie einmal ausgestrahlt haben muss, lässt sich in ihrer jetzigen Verfassung nur noch erahnen. Oh Gott, und ich glaube, das könnte die Freundin des Famulus gewesen sein. Die Arme, ist die jetzt aber auch so ein Zombie? Oder ist die jetzt einfach nur so zum Leben wieder erweckt? Aber seht ihr,
Zwerge sind nicht alle übel und schlecht. Wir haben den Hain hier beschützt. Auch wenn alle gestorben sind dabei. Naja, Kollateralschäden. Enthaupte die Elbin, um ihr Leiden zu beenden. Ich könnte hier nochmal ausquetschen, oder? Goren war hier und ich habe gehört, ihr Elben verfügt über besondere Fähigkeiten im Kampf. Haben euch die Albe im Schlaf überrascht? Ich spürte ihre Gegenwart. Doch als ich die Albin stellte, hatte sie schon die ersten von uns getötet und das tote Land ließ sie wieder auferstehen. Es flutet Menschen und Zwerge mit Hass auf das Leben. Es macht euch zu Bestien. Wie Furien stürmten sie durch das Dorf und jeder, den sie töteten, wurde einer der ihren. Wenn sich das tote Land weiter nach Süden ausdehnt, braucht Nordorn keine Orks, Oger oder Albe. Ein Mensch, der auf dem toten Land das Leben verliert, würde ausreichen, um den Wahnsinn wie eine Seuche über das Land fegen zu lassen. Oh je, jetzt sind wir auch noch in der Zombie-Apokalypse angelangt, oder wie? Müssen wir uns darum auch noch kümmern? Orks, Zombies, Albe, was kommt als nächstes? Hä? Harpien? Was gibt's noch? Goblins? Oder gar Wyvern? Wer weiß das? Lassen wir uns mal überraschen, aber ich würde sagen, wir hacken der Elbin mal den Kopf ab und beenden ihr Leid. Dir dreht sich fast der Magen um, doch du weißt, dass es richtig ist. Tut mir leid. Und tschüss. So ernst hast du die Zwillinge noch nie gesehen. Sie würden sich einer Armee von Orks entgegenstemmen, aber hier geht es um etwas jenseits ihrer Macht. Oder deiner. Wir brauchen die Magi. Sie müssen die Barriere wieder errichten. Wir müssen Lord Ionan berichten, was hier geschehen ist. Ich kann kaum fassen, dass die Barriere gefallen ist. Ja, ein Bericht wäre nicht schlecht, ne? Wir müssen zu Lord Ionan, bevor sich das tote Land weiter ausbreitet. Er wird wissen, was zu tun ist. Keiner deiner beiden Begleiter erhebt Einspruch. Gut, und jetzt das? Ich kann es kaum fassen. Die Barriere soll gefallen sein? Wie konnte das geschehen? Wer weiß schon, was bei diesem Hokuspokus alles schiefgehen kann. Sie hat das tote Land seit dem Fall der Fünften zurückgehalten. Es ist die oberste Pflicht der großen Magi, die Barriere zu stärken, wann immer sie an Kraft verliert. Ich kann mir nicht denken, wie Nordon oder sonst jemand sie überwunden haben will. Du denkst an den Dämon, der in Gorens Brief erwähnt wird. Du fragst dich, ob es möglich sein könnte, dass ein Dämon aus dem jenseitigen Land über Mächte verfügt, mit denen die sechs Magi nicht gerechnet haben. Ja, das kann sein. So, Dämonen haben schon eine Macht, ne? Eine große Macht und damit rechnet vielleicht wirklich keiner. Ich bin gespannt, wie die Story weitergeht. Jetzt kommt sie ja wirklich langsam im Schwung. Die Barriere ist eventuell gefallen und, oh Gott, ich will gar nicht ausmalen, wenn hier wirklich so eine Zombie-Apokalypse über das Land hereinbrechen würde, oder? Spielen wir mal weiter. Ach, schaut mal. Pungil ist Level 4. Noch immer diesen dämlichen Piercing. Gut, was nehmen wir? Wir können einmal nochmal springen. Oder wir nehmen Anstürmen. Sturmangriff auf mehrere Meter. Der Gegner beiseite stößt. Nein, den hatten wir ja schon, oder? Ja, den hatten wir doch schon. Genau, ich nehme mal hier was, oder? Verteidigungsbonus. Tungdils erlittener Schaden ist für kurze Zeit halbiert. Genau, das wollte ich eigentlich. Oder müssen wir jetzt das hier nehmen? Haben wir zurücksetzen? Ah nein, wir müssen den hier nehmen. Okay, den Sturmangriff, ich wollte ja eher auf defensiv gehen. Also haben wir hier jetzt den hier statt diesen offensiven Sprung da in die Menge. Ja, ein bisschen Proviant, ein bisschen Gold und ein Ring mit Schriftzeichen auf der Innenseite. Nichts Besonderes. Ist das so eine kleine Anspielung vielleicht? Ein Ring sie zu... Ja. Ihr wisst, was ich meine. So, müssen wir jetzt eigentlich zurück? Oder können wir jetzt endlich zu dem Zwergenkönig gehen? Uiuiui. Schaut mal hier, wie viele Tage plötzlich vergangen sind. Aber wir haben auch viel Erfahrung verdient. Okay. Das heißt... Was ist hier unten?
Schau noch mal kurz in die Quest rein. Du hast erfahren, dass Orks Hauptaufgabe, das ist doch... du hast in Grünhain eine schreckliche Entdeckung gemacht. Die magischen Barrieren, die für Jahrhunderte verhindert haben, dass sich das tote Land ausdehnen konnte, müssen durchlässig geworden sein. Lord wollte ich schon sagen. Lord Ionan muss so schnell wie möglich davon erfahren. Das werden wir machen. Und hier haben wir noch eine neue. Die mysteriösen Reiter. Im Dorf Brachstein hast du einige verdächtige Reiter beobachtet. Du weißt nicht, wieso. Aber diese Leute bereiten dir Unbehagen. Ach, das waren die Söldner, ne? Das waren, glaube ich, die Söldner. Das haben wir hier auch noch immer mit den Orks. Ihr konntet ein Dorf ja von den Grünhäuten retten. Naja, vielleicht kommt da ja noch was. Gut, wir müssen jetzt erstmal zurück. Zurück zu Lord Ionan. Der ist hier unten. Den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Oh Gott. Im Prinzip könnten wir... Wir können uns gar nicht bewegen, oder? Doch, hierhin. Ich glaube, im Prinzip könnten wir auch hier überall lang... Ich würde mal gerne außenrum. Wir probieren es mal. Jeden Abend, seit ihr Grünhain verlassen habt, hast du dir Gorens Bücher angeschaut und versucht, ihnen ihr Wissen zu entlocken. Doch nun musst du dir eingestehen, dass du sie nicht entziffern kannst. Sie sind in der Gelehrtenschrift für hohe Magie verfasst. Und diese hat Lord Ionan dir nie beigebracht. Dennoch bist du dir sicher, dass die Bücher wichtig sind. Warum sonst sollte Goren sie Turgur, dem Schönen, zukommen lassen wollen? Mit einem Seufzen verstaust du die Bücher. Dabei fällt dein Blick auf den Beutel, den Lord Ionan dir mitgegeben hat. Hat Goren Lord Ionan um die Rückgabe der magischen Artefakte im Beutel gebeten? Wenn ja, könnten sie... Du nimmst den Beutel und betrachtest ihn. Lord Ionan hat mir verboten, den Beutel zu öffnen. Oh Gott. Ich wusste, dass das noch irgendwann kommt. Hier stellt uns das Spiel wirklich... Hier vor der Entscheidung, den Beutel zu öffnen oder ihn in Ruhe zu lassen. Wobei die Artefakte könnten ja wirklich von Nutzen sein. Wobei da könnte auch irgendwas rauskommen. Wir sind neugierig, oder? Wir sind neugierig. Was soll's? Goren ist tot und du willst wissen, was du quer durch das geborgene Land schleppst. Du greifst mit unbeteiligtem Gesicht nach dem Beutel, damit die Zwillinge nicht denken, du würdest gegen Lord Ionans Anweisungen handeln. Mit flinken Fingern öffnest du die Knoten. Oh Gott, ob das so gut ein war? Ein durchdringender, markerschütternder Ton erschallt. Kleine Leuchtkugeln schießen knatternd in die Luft und enden in bunten Explosionen. Bei Wakas Hammer und allen leuchtenden Feuern seiner Esse! Sofort springen die Zwillinge auf und ziehen ihre Waffen. Du fluchst und verschließt den Beutel schnell wieder. Bei allen Gebirgen des geborgenen Landes, was war das, Gelehrter? Ich wollte nur die magische Falle untersuchen. Sie ist gegen Diebe. Falls jemand den Beutel stehlen will. Du versuchst langsam zu atmen, damit sie dir nicht anmerken, dass du dich genauso erschrocken hast wie sie. Boendil schaut den Sack feindselig an. Magischer Firlefanz! Die Zwillinge setzen sich wieder und du schaffst es, deinen Puls langsam wieder zu beruhigen. Oh Gott! Was war das? Ich hätte gerne den Schrei gehört hier im Spiel. Oder? So, du richtig laut! Ah, schade. Aber was war das? Was war das? Es kann kein Diebesschutz sein, oder? Vielleicht werden wir es noch erfahren, vielleicht nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Zuvor plagt dich das Bild der Elbin, die in Grünhain an den Baum genagelt wurde. Du fährst aus dem Schlaf hoch und blickst dich um. Die Nacht ist ungewöhnlich dunkel. Trotz deiner guten Zwergenaugen kannst du Boendal, der Wache hat und nur einige Schritte von dir entfernt steht, nur als Umriss wahrnehmen. Du willst dich wieder hinlegen, doch plötzlich fühlst du etwas Kaltes an deinem Hals. Neben dir schiebt sich das blasse Gesicht eines Alps in deinen Blickwinkel. Guten Abend. Ich fürchte, wir haben einander in Grünhain verpasst, sodass es meine Gefährtin allein mit euch aufnehmen musste. Oh, mein... Gott, scheiße. Ist das wirklich wahr oder ist das nur ein Traum? Wahrscheinlich nach so ein paar Schritten kommt das hier wirklich, aber ist das jetzt Realität? Passiert das jetzt wirklich? Versuche um Hilfe zu rufen, schneide uns die Kehle auf.
Versuche dich zu befreien, schneide uns die Kehle auf. Sage nichts, schneide uns vielleicht nicht die Kehle auf. Aber wir versuchen erstmal um Hilfe zu rufen. Du willst etwas sagen, doch die Klinge drückt auf deinen Kehlkopf und du kriegst nur ein Röcheln heraus. Du musst nicht reden. Ich werde dich nicht töten. Noch nicht. Weißt du, was ich stattdessen tun werde? Du suchst fieberhaft nach einer Antwort, aber du kannst dir nicht einmal vorstellen, wie ein Alp denkt. Ich werde alle töten, die dir etwas bedeuten. Ich werde dein Leben zerstören und du wirst in der Hoffnungslosigkeit versinken, Unterirdischer. Dein Verderben heißt Sintoras. Du spannst deine Muskeln an, um dich zu wehren. Doch plötzlich merkst du, dass die Klinge von deiner Kehle verschwunden ist. Du siehst dich verwundert um. Der Alp ist nirgends zu sehen. Du blickst zu Boendal hinüber, der im hellen Mondlicht jetzt gut zu erkennen ist. Neben dir schmatzt Boendil im Schlaf. Du fasst an deinen Hals und als du nichts fühlen kannst, atmest du erleichtert aus. Nur ein Albtraum. Nur ein Albtraum. Das sagst du dir zumindest, doch den Rest der Nacht tust du kein Auge zu. Oh Gott, ob das wirklich jetzt ein Traum war? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Vielleicht können die Alben hier auch, oder Albin, auch schnell verschwinden wieder. Keine Ahnung, aber ich hätte eine Idee, was er hätte machen können. Falls er den Sack noch so auf seinem Schoß liegen hat, schnell öffnen. Und dann gäb's diesen markerschütterten Schrei und dann wären alle aufmerksam drauf geworden, oder? Dafür ist er vielleicht wirklich gut. Nach Rosengrund, da waren wir noch nicht. Wir könnten aber auch mal hier so einen Umweg und dann mal schön hier hin. Aber wir wollen ja nicht zu viele Rationen verbrauchen. Keine Verletzungen, super. Schon der 54. Tag. Wir laufen einfach mal hier am Rand entlang. Erneut packt Boindil seinen Zwergenkäse aus und gab dem Feuer. Als er dir ein Stück reicht, nimmst du es an. Wusste ich doch, dass wir aus dir noch einen Zwerg machen können. Du kaust auf dem Käse herum, um nicht antworten zu müssen. Der Geschmack ist doch besser, als du anfangs gedacht hast. Naja, vielleicht finden wir ja noch Gefallen dran. Ich glaube nicht. Aber ich weiß nicht, kommen wir da hinten überall nochmal hin oder müssen wir das alles selbst erkunden? Ich hoffe mal, wir kommen da noch hin. Boah, ist das geil. Riesige Karte. Schneegebirgen. Normalen Gebirgen. Gebirgen, soweit das Auge reicht. Und noch mehr Gebirge. Und hier, das ist geil. Ich denke, da werden wir noch hinkommen. Vor allem hier zu den kleinen Dörfern. Hoffe ich zumindest. So, gehen wir mal nach Steinbach. Und weiter geht's. Ich kann ja mal hier so einen Umweg gehen, oder? So hier und dann hier runter. Ich will nicht immer denselben Weg auch zurücklatschen. Aber so verbrauchen wir halt viele Rationen. Ah, so sieht man sich wieder, werter Zwerg. Tungdil, nicht wahr? Interesse an unseren Waren? Ja, wir kaufen nochmal was, oder? Wir gucken mal, was der diesmal im Angebot hat. Nichts mehr. Gut. Außer das hier, aber... Tschüss. Ihr verabschiedet euch von den Händlern und setzt eure Reise fort. Und ich verabschiede mich auch erstmal von euch. Genau, das ist das Ende dieser Episode. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mal schauen, wie die spannende Geschichte hier weitergeht. Wird jetzt richtig, richtig episch. Ich freue mich drauf. Also, ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.